Liebe Einwohnerinnen und Einwohner des Burgenlandkreises, meine sehr geehrten Damen und Herren, am 27. Januar gedenken wir in ganz Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus. Denn vor nunmehr 76 Jahren wurde an diesem Tag das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Ich stehe hier, wie in jedem Jahr, an der Erinnerungsstätte für das sogenannte Lager Wille, hier in Remsdorf, ein Außenlager des KZs Buchenwald. Allerdings bin ich zum ersten Mal allein hier. Es ist ein stilles Gedenken in diesem Jahr. Das bietet mir die Möglichkeit, innezuhalten und nachzudenken. Hier, vor den Haustüren unserer Großväter und Großmütter, sind schreckliche Gräueltaten geschehen. Im Außenlager Wille wurden insgesamt 5.871 Menschen ermordet oder durch schwere Arbeit zu Tode gebracht. Das Grauen fand inmitten des heutigen Burgenlandkreises statt. Das Außenlager Wille hier in Remsdorf, wie auch das Außenlager Burggraf bei Billroda im westlichen Zipfel des Burgenlandkreises, stehen stellvertretend für 980 Konzentrationslager und ihre Außenstandorte, für 1150 jüdische Ghettos und 1000 Kriegsgefangenenlager. Dazu kamen unzählige andere Stätten, um Gefangene zu germanisieren, Frauen zu Abtreibungen zu zwingen, psychisch Kranke zu ermorden und Häftlinge für den Transport in die Todeslager zu sammeln. Insgesamt sind mehr als 15 Millionen Menschen Opfer dieser Maschinerie geworden, darunter 6 Millionen Juden. Das sind Zahlen, die sind so groß und so unvorstellbar, dass sich alles in uns sträubt, das zu glauben. Und dennoch, wir müssen uns dieser Erinnerung stellen und uns bewusst machen, was die deutsche NS-Diktatur angerichtet hat. Die Lage in Deutschland heute ist zum Glück eine andere. Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat mit Grundfreiheiten und anderen Grundrechten. Im Moment können wir diese uns so gewohnten Freiheiten nicht so ausleben, wie wir das kennen. Ich verstehe, wenn das einigen schwerfällt, wenn sich einige dagegen wenden, demonstrieren und laut ihre Meinung sagen. Dass wir das tun können, ist gerade Ausdruck unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Mein Verständnis endet dort, wo einige von einer Corona-Diktatur sprechen. Solche Vergleiche verhöhnen die Opfer des Nationalsozialismus, auch die Opfer in Remsdorf. Die Rede von einer Corona-Diktatur zeigt, wie wenig vorstellbar für die heutigen Generationen die Gefahren für das eigene Leben in einer Diktatur sind. Für Versammlungen und für freie Meinungsäußerung muss heute niemand mehr sein Leben riskieren. Umso wichtiger ist es, dass wir an alle NS-Opfer erinnern, die Täter und die Taten immer wieder benennen. Wir wissen, so etwas darf sich nicht wiederholen, aber so etwas kann sich wiederholen, wenn wir nicht wachsam sind. Die Erinnerung aufrecht zu erhalten, ist ein wichtiger Teil dieser Wachsamkeit. Erinnerungsorte wie hier in Remsdorf helfen uns dabei, das zu verstehen.